Shut up, John. Jo, meine Kartoffelfreunde. Frag mich nicht, warum ich das gemacht habe. Ist egal. Stört uns nicht, stört uns nicht. In the second episode of Bloody Cave. Wir können bilingualen YouTube machen. Oh Gott, bitte nicht. Nein? Nein, bilinguales YouTube ist, glaube ich, nicht so unterhaltsam. Das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so. Schade. Ich glaube, die meisten Zuschauer werden sagen, nope. 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 Diabo. Dislike. Nope. Nein. Disabo. Disabo, ja. Disabo, das ist beides. Dislike und Diabo. Oh, ich habe meine Spitzhacke geschrottet. Ja, aber wir haben jetzt genug Eisen, ne? Ich mache mal kurz ein neues Crafting Table. Jo, ich versehe hier gerade alles mit Erde. Ulala. Ulala. Das Ding ist, wenn das wirklich nur durch diese Minen ist, ne, wenn wir dann in die Schächte von anderen kommen. Ja. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass wirklich welche rushen. Ich habe das Gefühl, einige sind nur darauf ausgelegt, da haben sich nur darauf ausgelegt, möglichst schnell, möglichst viele Tote zu schaffen. Ja, ich weiß und gar nicht, warum eben so schnell wie möglich Platz zu machen. Also, deswegen müssen wir zumindest uns verteidigen können, wenn sie dann kommen. Ja, das Problem ist nur, wenn wir uns zu groß sehr aufteilen, dass wir... und wir sehen ja keine Namen. Das ist das Problem. Also der Überraschungseffekt ist auf jeden Fall da. Und davor habe ich Angst. Aber wir können auf jeden Fall viel mit Redstone machen und Redstone können wir auch beenden. Weil es ist ja gar keiner online, das heißt, jetzt wird erstmal keiner kommen, der uns auf den Sack geht. Ja, wir können auch so taktisch spielen, dass wir nur spielen, wenn keiner da ist. Oh. Ja, Leute, schreibt uns das mal in die Kommentare. Was habt ihr für eine Idee? Wie wollen wir uns verhalten in diesem Projekt? Sollen wir uns aggressiv verhalten oder eher defensiv? Und versuchen, so lange wie möglich hier mitzuhalten und so viel Equipment wie möglich zu farmen. Schreibt uns das mal rein, würde mich sehr interessieren, was ihr da so zu sagt. Und kannst du mir mal deine ganzen Spawns geben? Spawn Pig, Spawn Cow, Spawn, ja, die ganzen Spawns. Ja, kann ich dir gerne geben. Weil dann mache ich uns dann auch schon mal Farm. So. Genau. Farm oder was, dass die miteinander Sex haben. Ja, genau. Und so. Richtig. Kannst hochwerfen. Ich stehe und fange. Ach so, du bist über mir? Ja. Oh, ja. Nein! Hilfe! So, das sah gut aus. Hier, da. Bitteschön. Bitteschön. Und die Seeds brauche ich auch. Bitteschön. Bitteschön. Melon Seeds, Pumpkin bitte, Seeds. Bitte. Bitte, aber Karotte. Was, deine Hose bitte. Hätte ich gerne auch noch. Die hast du gerade gegen die Wand geworfen. Leck mich. Deine was? Karotten hast du wieder. Oh nein. Hier. Ich hätte gerne deine Hose, deine Haare. Okay. Ich habe jetzt was. Ich hab's genommen. Was? Da geht's. Okay. Jetzt habe ich sie. Okay. Ich komme einfach schade, nie dass wieder. Teamschaden nicht anders, das wäre lustig. Könnte man sich gegenseitig zwischendurch mal boxen. Ja, ich glaube, da will. Ja, ob das so schlau wäre. Ah, hier ist Gravel. Ja, das schön. Können wir auch. Für Gravel kriegt man ja auch was, ne? Wir müssen eigentlich alles farmen, was wir haben. Ich bring mal das Eisen in die Kiste. Wir müssen alles farmen, was wir haben. Das ist eine gute Aussage. Was wir. Ach, ja. Was wir kriegen. Ich mache jetzt eine Stone Hoe, ne? Stone Hoe? Die Stein. Du könntest übrigens dann schon mal gleich anfangen, eine Rüstung zu machen. Weil ich glaube, dann sind wir schon mal ein bisschen, ein klein wenig im Vorteil. Hoffe ich zumindest, oder vielleicht, ich weiß es ja nicht. Gut, ich, Weil das Eisen können wir ja nicht eintauschen gegen Smaragde. Dementsprechend, So, ich lasse jetzt das Wasser kurz feucht werden. Die Kartoffeln hast du noch, auf jeden Fall. Ah, du lässt das Wasser feucht werden? Ja, Mann. Das ist gut. Ich glaube, Mann, ich will das Wasser warten. Feucht werden lassen. Das schafft nur die Lovely Potato. Im Internet weiß niemand, dass ich eine Kartoffel bin. Niemand. Ich habe dieses Andesite, das können wir auch benutzen. Du wusstest aber auch nicht, dass es trockenes Wasser gibt. Ja. Und was ist das Gegenteil von durstig? Trockig. Nein. Trockig. Aber dieser graue Stein, ne, dieser Andesite oder wie der heißt. Ja. Was kann man mit dem machen? Keine Ahnung. Hier ist der weiße Stein, ist hier auch noch. Also das brauchen wir, die Diorite heißen die. Ich habe das auf Englisch, deswegen. Oh, scheiße. Aber ich wollte gerade Gravel über deinen Kopf setzen, dass es dir auf den Kopf fällt und du dich erschickst und du einen Schaden kriegst. Also ich baue das hier alles aber auf, weil wir brauchen Gravel das alles zum Handeln. Aber ich habe einfach Kompression gesetzt, weil ich so ein Noob bin. Weißt du, wir machen das so. Du farmst und ich baue. Spinne, hast du das gehört? Hä? War das eine Spinne? Ich glaube, ich habe eine Spinne gehört. Ja, doch. Habe ich auch. Lol. Doch, wow, hier ist irgendwo eine. Hörst du die auch? Lol, ich habe Angst. Ja, aber okay, warte, ich gebe dir mal diese ganzen Steine. Hast du das Eisen schon rausgenommen? Das okay. Halt, ja, das ist in der Kiste. Ich habe dir jetzt die Blöcke gegeben, weil die brauchen wir alle zum Farmen. Warte. Okay.
Ich habe auch schon 6 Flint. Irgendwie bekommt man da ja Redstone. Achso, wenn du den Kompass auswählst, dann wird der World Border angezeigt, wie groß der ist. Okay. Ich habe dir den falschen, glaube ich, gespawnt. Ich kann nicht mit ihm handeln, doch jetzt. Ich glaube, weil ich drin war. Das ist der Emerald-Handler, lalala. Na, halt irgendwo da. Hier rechts ist von uns eine Spinne. Da ist der Willi, genau hier. Ah, da ist eine Spinne! Da ist eine! Da! Hinter! Die tut uns doch nichts, wenn Tag ist. Ach, ist Tag? Naja, es ist ja immer Tag, aber ich hab sie. Davon können wir uns einen Bogen machen. Du hast das schon gut gelernt. Ey, vielleicht, wenn ihr die Monster hier ja spawnen, vielleicht lassen wir das hier so groß. Ja, ich spawn ja dann noch mehr später. Du, ich hab jetzt schon so viele Pläne, ne? Ich mache eine Baumfarm, Tierfarm, eine Weizen- und So-Farm, dann kommt noch... Eine Weizen- und So-Farm. Kartoffeln und Co. Für mich, weißt du, ich farme mich selbst. Und dann noch was, wo Monster spawnen und so. Okay, wie viel Dings brauchen wir nochmal für 1 Smaragd? Also wie viel Kohle muss man nochmal eintauschen? Guck doch mal, hier ist der Willi, den habe ich gespawnt. Den Willi? Ja. Der wilde Willi. Der wilde Willi. 32 Kohle, guck mal, können wir sogar schon eine paar Ladung hier machen. 32, haben wir unseren ersten Emerald schon. Oh mein Gott. Werf ihn hin. Ich will ihn anbeten. Mit Optifine. Oh. Okay. Bitte schön. Nur, dass ich kein Optifine hab, Leute. Also das merkt ihr wahrscheinlich auch. Ich habe leider kein Optifine installiert gekriegt bei mir. Weil Version 1.8 gleich kotzt mich an. Ich habe auch versucht, Minecraft so zu starten und es hat nicht geklappt. Also Minecraft normal zu starten. Ich habe ja so ein Programm, das heißt Craften Terminal. Damit habe ich es immer zum Laufen gekriegt, aber ohne Craften Terminal nicht. Also, fragt mich nicht warum, ich bin sowieso der größte Minecraft-Noob, also. Warum auch immer? YOLO! Warum auch immer verschwinden die Karotten wieder? Die verschwinden? Ja, die springen immer wieder aus ihren Löchern. Oh. Springen aus ihren Löchern. Das sind sie, die Karotten. Okay. Was ist denn hier? Also, wenn sich ein paar. Oh, Granit! Wenn sich die Dinger berühren. Ich hab Granit gefunden. Woo! Wenn sich die Dinger berühren, dann gehen die kaputt. Wenn ich 2 direkt nebeneinander setze, 2 Seeds. Okay. Das ist ja ein bisschen scheiß Farmverhalten hier. Ja, also ich will so gut wie möglich mithalten hier bei diesem Projekt. Deswegen werde ich alles daran setzen, hier möglichst viel zu farmen, Leute. Also ich glaube, es macht auch am meisten Sinn, dass wir uns jetzt schon mal von dem Eisen vielleicht eine Spitzhacke machen, eine Eisenspitzhacke. Weil wenn die uns jetzt klatschen, dann klatschen sie uns eh. Weil wenn die schon angreifen, also weißt du, was ich meine? Wenn wir angegriffen werden, dann haben wir eh verkackt, weil dann sind die schon so gut, dass sie sich trauen anzugreifen. Weißt du, was ich meine? Dementsprechend brauchen wir, ist dann auch egal, ob wir eine Eisenrüstung haben oder nicht, dann haben wir das mit den Seeds können wir vergessen. Das geht alles wieder weg. Lol, echt? Warum auch immer. Lol, really? Really? Ich weiß nicht, du kannst da mal hochkommen und dir das angucken, aber es ist extrem komisch. Okay, lol. Ich will den Villager töten, diesen ineinandergebracht. Hab ich dir den Emerald gegeben? Ja, ne? Nee, ich hab ihn dir wieder gegeben. Okay, gut. Ich dachte schon, ich hätte gerade einen Emerald hier aus diesem komischen Stein bekommen. Das also hier mit Karotten, Kakaobohnen, Pumpkins und so, damit können wir alles für Emeralds eintauschen. Aber wenn wir die nicht anpflanzen können, warum kann ich die ja nicht anpflanzen? Das ist... Hä? Wenn ich die hinsetze, dann gehen die immer wieder direkt kaputt, wenn ich die nebeneinander setze. Okay. Hä? Da musst du mal hochkommen, das verstehe ich nicht. Ich komme gleich mal hoch. So, ich muss mir nur ganz kurz noch eine neue Spitzhacke craften, dann komme ich gleich hoch. Ich will noch ein bisschen farmen, ich komme gleich zu dir, okay? Ja, alles gut. Ich mache derweil hier für die Tiere was. Ich glaube, das mache ich hier. Okay. Ups. Also, versuch mal nicht, das Gras kaputt zu machen. Nee, ich werde das nicht kaputt machen, keine Sorge. Weil das wächst sonst nicht. Wächst sonst nicht. Nein. Ja, wenn du kein Gras mehr hast, also nur noch diese braune Erde, dann haben wir ein Problem. Oh nein, dann ist alles vorbei, unser ganzes Leben. Vorbei. Okay, wir sollten einen Sing-Channel aufmachen, oder? Ja. Vorbei, es ist vorbei. Okay. War das gut? Ich weiß es nicht. Läuft bei dir. Auf jeden Fall. Läuft bei mir, ja. Merkt das schon. Obwohl, hier haben wir doch... Und obwohl niemand drauf ist, wir sehen ja, wenn jemand joint unten, ne? Das müsste ja eigentlich angezeigt werden. Ja, auch wenn wir Tab drücken. Obwohl niemand drauf ist, habe ich irgendwie ein extremes Gefühl, dass ich so mega aufgeregt bin einfach. Oh, und bei mir hat sich jetzt ein bisschen geleakt. Ja? Ja. Ja, ich versuche jetzt gerade auch produktiv zu sein hier und so viel wie möglich jetzt hier zu farmen in der Zeit. Also Leute, das tut uns leid, wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen schleppend noch am Anfang ist, aber es ist geil, also es ist episch. Epischer Shit ist das hier, das seht ihr nirgendwo anders, Alter. Ja, Eisenabfarm, wo kriegt ihr sowas zu sehen? Nur hier, bei Mentor. Bei Bloody Cave. Genau, bei Bloody Cave.
Awesome. Noch was gefunden. Nehmen Sie Awesome. Oh, ich liebe den Typen. Den kannst du wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, Awesome ist der Typ. Awesome. So. Awesome. Boah, Alter, was ich hier alles finde. Hast du überhaupt schon was gefunden? Ich bin hier die ganze Zeit am Umbauen und versuche hier... Warst du überhaupt schon produktiv? Nein, war ich nicht. Blödian. Sei mal produktiv, du alte Ratte. Tut mir leid. Wie macht man nochmal einen Zaun? Was? Einen Zaun. Gute Frage. Fragst du den, der größte Minecraft-Noob in diesem Projekt ist? Das ist eine gute Strategie. Normalerweise waren das so vier, also die ganzen Sticks in einer Reihe, aber irgendwie... So, ich komm mal wieder hoch, ich hab ganz viel Zeug gefarmt. Alter, ich google das jetzt, das ist ja scheiße. Oh, er muss es googeln. Ich hab noch 14 Fleisch, also das müsste eigentlich noch lange reichen, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall, das reicht locker. Okay. Ich würde dich am liebsten hauen, aber das geht nicht. Manu. Ach so, ups. Okay, ich hab's. Okay, nice. Nicer Scheiß. So, wie spawne ich diesen Spasti nochmal jetzt nach oben gucken? Neunten Block auswählen. Und dann einfach. Oh, 30 Minuten Spielzeit. Ja, dann würde ich sagen, die zweite Folge wird jetzt beendet. Ja, wir machen jetzt einen Cut. Okay, so, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, liebe Zuschauer. Wir machen jetzt einen Cut, damit das genau passt von der Zeit her. Genau. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.